Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Kunst Matt bei Parnasse. Heute berichten wir von der Paris Photo, der wohl wichtigsten Messe für Fotografie, künstlerische Fotografie auf der Welt. Hier können Sie Fotografie in ihrer gesamten Breite erleben, von der klassischen Fotografie bis herauf zur modernen zeitgenössischen Fotografie, von der Fotografie von Fotografen, von Dokumentar- bis Modefotografen bis hin zur sogenannten Künstlerfotografie. Wir haben mit Experten aus dem Bereich der Fotografie gesprochen und ich darf Ihnen bei dieser Sendung über die Messe, über den fotografischen Kunstmarkt, über die Welt der Fotografie viel, viel Vergnügen wünschen. Also Paris Photo ist ja die größte Fotomesse Europas und es ist so natürlich ein Branchentreffen der Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch das Entdecken neuer Talente, neuer Fotografinnen, Fotografen, und es sind einfach intensive 5 Tage in Paris, und begleitend dazu eröffnen natürlich auch die ganzen Fotogalerien, neue Fotoausstellungen und so die ganze Stadt gewidmet der Fotografie. Naja, ich bin seit Jahren ein regelmäßiger Besucher. Ich genieße hier diese Stimmung, die Stadt, diese Begeisterung für Fotografie, sowohl vom internationalen, aber auch vom lokalen Publikum. Es hat sich insofern geändert als zu Beginn. Ich glaube, es war 1997 die erste Messe, war es eigentlich fast eine reine klassische moderne Fotografiemesse. Damals noch im Karussell du Louvre unten. Und damals waren vielleicht eine Handvoll zeitgenössische, also mit zeitgenössischem Programm, Fotohändler. Inzwischen hat sich das eher umgekehrt in den letzten 25 Jahren. Und wir sind fast nur mehr eine Handvoll, die auch mit klassischer Moderne handeln. Der Großteil ist zeitgenössisch. Ja, letztes Jahr wurde die Messe wegen der Corona-Epidemie ausgesetzt. Nun öffnet sie wieder, Sie sind wieder zurück auf der Messe. Hat sich etwas geändert? Dieses Jahr freuen wir uns über sehr viele Besucher. Das ist tatsächlich unter der Woche ein bisschen anders als in den letzten Editionen der Messe, ja. Ja, zum einen heuer natürlich ganz neu, Grand Palais Ephemère, das ist eine neue Situation, nicht die lichtdurchfluteten historischen Hallen, sondern die vergängliche Architektur ohne so viel Tageslicht, das macht eine andere Stimmung. Ich finde gar keine schlechte, das ist gut gelungen, und für mich persönlich ein Highlight war Fotografien, Dye Transfer Prints von Evelyn Hofer, die eine Galerie aus Bochum hier ausstellt, die Galerie M, und aber auch die ganze Mappe heuer mit hat. Das heißt, man kann nicht nur die Bar im kleinen Messestand hinter Glas zu sehenden Exponate sehen, sondern man kann die Mappe anschauen, man bekommt sie präsentiert, und gerade diese Dye Transfer Prints, die ja heutzutage nicht mehr herzustellen sind und vielleicht für mich auch so eine Schnittstelle zwischen der historischen Fotografie und der zeitgenössischen Fotografie, zwischen der Sprung von Schwarz-Weiß auf Farbe. Das ist für mich persönlich, nehme ich da ganz viel mit. Ja, natürlich, sie hat letztes Jahr 2020 nicht stattgefunden. Umso großartiger ist es, dass sich die Fotoszene wieder treffen kann. Es ist nicht mehr im Grand Palais, sondern im Palais Ephemère, aber trotzdem, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie groß und wie umfangreich es ist, und es sind ja 170 Galerien hier vertreten und auch viele Verlage, die hier neue Arbeiten zeigen. Was sich inhaltlich wirklich geändert, was sehr auffällig ist, es ist extrem viel Naturfotografie, also sehr viel die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit der Landschaft auseinandersetzen. Das ist aber wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Wir haben unsere Messetätigkeiten schon vor Corona limitiert auf 2 Messen im Jahr, Art Basel und Paris Photo. Wobei ich sagen muss, dass Paris Photo eigentlich meine Lieblingsmesse ist. Also der Standpunkt ist natürlich genial. Man ist in Paris und ich mag gutes Essen. Und
Und so dieses ganze Environment ist herrlich. Es gibt fantastische Ausstellungen hier und ein großes, reichhaltiges Angebot. Das ist das, was die Reise hierher immer so wertvoll macht für mich, weil man verbindet das natürlich. Man ist ein bisschen auf der Messe, wenn es dann hier genug ist. Wir sehen das hier vielleicht im Hintergrund. Es ist unglaublich gut besucht. Es ist ein Trubel. Man kann teilweise auch gar nicht so gut schauen. Es ist irgendwie dann too much. Ich gehe dann sehr gern raus und schaue mir auch andere Ausstellungen an. Natürlich auch die, die im Rahmen der Paris Photo stattfinden. Jeu de Baume, großartige historische Fotografie aus der Sammlung von MoMA, Sammlung Walter. Aber auch die neu eröffnete Börse, die Commercial, die ehemalige landwirtschaftliche Börse, jetzt Pinot Collection. Das sind einfach beeindruckende künstlerische, sowohl Inspirationen als auch Ausstellungen. Für mich persönlich ist gerade aus diesem Grund diese Messe spannend, weil man mal diese Vielfalt, diese ganze Breite sieht, da ist einfach so viel, da muss mir persönlich nicht alles gefallen oder mich interessieren, sondern man kriegt einen richtig guten Überblick über das, was international läuft, das, was zeitgenössisch läuft, aber auch, was historisch am Markt ist. Mich persönlich interessiert historische Fotografie sehr und es gibt selten die Möglichkeit, so wie hier, diese Exponate auch so nah zu sehen, nicht museal, ohne Alarmanlage. Man kann überall rangehen, man kann mit den Galeristinnen und Galeristen reden, man kann sich Sachen aus Mappen zeigen lassen. Das ist für mich das große Asset hier. Die wichtigste Kunstmesse für Fotografie der Welt ist, auch für Fotografen. Ich würde alle Fotografinnen und Fotografen eigentlich ersuchen, muss ich sie nicht, aber ich würde es ihnen vorschlagen, solche Messen unbedingt zu besuchen, weil man natürlich auch viel sieht, was momentan en vogue ist, was gezeigt wird. Es sind ja nur, nicht nur wir relativ kleinen Fotohändler da, es ist auch der Große vertreten, Hauser Wirth, Carsten Grewe, also auch die wirklich großen, bedeutenden internationalen Kunsthändler, Galerien kümmern sich um Fotografie oder zeigen Fotografie. Man muss, glaube ich, ein bisschen auf sich aufpassen, gerade wenn man selber aus der Fotografie kommt, so wie ich, dass man die Messe einfach als Messe wahrnimmt, aber auch viel rausgeht, die anderen Ausstellungen, die anderen kulturellen Angebote in Paris wahrnimmt, die Stadt wahrnimmt und vielleicht sich auch einfach mal ins Kaffeehaus setzt und eine längere Pause macht. Für uns ist das tatsächlich eine wunderbare Möglichkeit, unseren Fotoschwerpunkt zu zeigen, zu präsentieren, zu demonstrieren und den vielen Künstlern, die wir regelmäßig ausstellen in den Galerien, auch auf einer Messe zu repräsentieren. Sind die Sammler hier ganz andere als jene, die auf eine Messe Basel zum Beispiel gehen? Es sind tatsächlich viele Fotospezialisten, viele Fotosammler, die auch von weit her kommen. Also viele amerikanische Sammler lieben die Paris Photo. Das ist einfach seit Jahren ein ganz fester Bestandteil des Messezyklus und deshalb kommen wir auch gerne jedes Jahr wieder. Wie unterscheiden sich diese Sammler? Sind die besser informiert als Kunstsammler oder anders in gewisser Weise? Es ist anders. Also die Fotografie ist, glaube ich, ein sehr spezieller Markt. Mhm. Viele kennen sich sehr gut aus, sowohl in der Technik als auch in der Position, in den Namen, in den Tendenzen und doch ist es schon ein sehr, sehr anderes Publikum. Das hieße, dass unsere Sammler hier in Frankreich sind. Wir haben natürlich auch französische Sammler, aber vor allen Dingen kommen sie aus dem Ausland. Also es gibt ein paar Institutionen hier, die sammeln, nicht sehr aggressiv, immer das Argument, dass sie kein Geld haben. Und sie haben auch nicht die Sponsoren, die sie vielleicht in Amerika haben. Und die großen Fotosammler sind, es gibt ein paar in Frankreich, aber nicht sehr viele. Aber alle kommen her. Ich glaube, das spiegelt sich ganz gut in der Zahl der teilnehmenden amerikanischen Galerien wider, die ja auch bekannt sind, dass sie jedes Jahr zur Paris Photo kommen. Und auch durch den Ableger, den Paris Photo hatte in den USA. Ich denke, das ist international eine der wichtigsten Fotomessen, wenn Sie mich fragen. Und wenn ich mich nur an die letzte Paris Photo erinnere, 2019, da waren meine drei größten Verkäufe, so im Preisbereich zwischen 50 und 100.000, waren drei Sammler, die zwischen 92 und 97 Jahre alt waren. Entschuldige, 82 und 87. So. Aber es ist absehbar, die kenne ich natürlich auch schon seit 40 Jahren. Und die sind mitgealtert und es kommen relativ wenige Sammler nach. Es gibt natürlich auch Jüngere, so um 30, 40. Aber diese klassischen Fotosammler, die auch bereit sind, relativ große Summen für kleine Schwarz-Weiß-Fotografien zu zahlen. Ja,
Als ich angefangen habe, war der Fotografiemarkt eher auf die amerikanischen modernen Fotografen basierend und Fotografie des 19. Jahrhunderts. Die Art von Pressefotografie oder, sagen wir mal, Dokumentarfotografie, wie ich sie gerne vertrete, hatte im Markt keinen Platz. Also das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Ich glaube, in Fotografie kann tatsächlich heute sehr vieles sein. Also wir haben in unserer Galerie hier gerade eine Ausstellung von Thomas Brummett, der arbeitet zum Teil auch mit Licht in der Dunkelkammer, sodass man es gar nicht unbedingt Fotografie nennen kann. Also die Möglichkeiten sind natürlich mit den zeitgenössischen, ja, wie in der zeitgenössischen Kunst allgemein. Und für einen wirklich guten Modigliani, Picasso jetzt austauschbar, zahlt man Millionenpreise im zweistelligen Bereich oder oft schon im dreistelligen. Und so gesehen sind Fotografien, auch wenn sie inzwischen um 1,5–2 Millionen verkauft werden, relativ günstig, weil das dann wirklich Spitzenwerke der Kunstgeschichte. Ja, das ist wirklich in der Fotografie anders als jetzt in der bildenden Kunst. Wo mehr Ausstellungskataloge produziert werden, aber wo Künstler nicht selbst jetzt oder kaum ihre Kataloge machen. Hier das Fotobuch ist ein eigenständiges Medium in der Fotografie, weil wo die Künstler in ihren Serien arbeiten und es so wie so ein Bilderbuch klingt jetzt ein bisschen nicht der richtige Begriff, aber die einzelne Werke, wo das Fotobuch an sich auch das Kunstwerk ist, in dem sie sich ausdrucken. Und gerade im Fotobuch lernt man viele junge Fotografinnen und Fotografen kennen, die noch keine Ausstellung gehabt haben oder die auch noch keine Galerievertretung haben, weil in der Fotografie ist es ja anders wie in der Kunst, in der Malerei. Da hast du das Bild, das Bild auf der Leinwand. In der Fotografie gibt es es vielleicht im Fotobuch, aber die Fotos sind oft nicht entwickelt, weil es sehr teuer ist und das erst dann passiert, wenn du eine Ausstellung hast. Als Vintage Print bezeichnet man eigentlich Abzüge, die vom Künstler gemacht wurden zu Lebzeiten. Also Handabzüge könnte man auch sagen. Da kann man nochmal unterscheiden zwischen Vintage-Prints, die wirklich zum Entstehungsdatum des Motivs gemacht wurden. Sprich hier 1937 ist der Abzug genommen, im selben Jahr oder im selben Moment, als das Motiv aufgenommen wurde. Dann gibt es auch Late-Vintage-Prints, das heißt, der Künstler hat später in seinem Leben nochmal einen weiteren Abzug von dem Motiv gemacht. Dazu muss man sagen, in der Zeit insbesondere haben Künstler die Fotografien ja nicht zum Zwecke des Verkaufs gemacht oder um sie in Ausstellungen zu zeigen, sondern vor allem für Publikationszwecke. Und das heißt, zum Teil wurden mehrere Abzüge gemacht vom Künstler, um verschiedene Bildausschnitte zu wählen, um verschiedene Formate auszuprobieren, um natürlich auch in der Dunkelkammer ein bisschen zu experimentieren mit dem Licht und mit dem Entwickeln. Und wir zeigen hier aber ganz bewusst tatsächlich zwischen den Vintage-Prints auch immer Modern-Prints. Das liegt ganz einfach daran, dass natürlich nicht alle Vintage-Prints erhalten sind, nicht alle Vintage-Prints verfügbar sind und so präsentiert werden können. Und aber auch um zu zeigen, Herbert, das war ein Magnum-Fotograf, also der hat für die Agentur Magnum gearbeitet und Fotografie ist ein reproduzierbares Medium, das ist der Sinn. Und das ist das Wesen der Fotografie und deshalb sind Modern Prints, also auch Kostümeabzüge, auf jeden Fall Sammlerstücke. Natürlich gibt es großartige historische Fotografie, also wirklich auch Positionen, die man neu entdecken kann. Da sieht man einfach wirklich auch die amerikanischen und vor allem auch die große Fototradition in Frankreich. Von den zeitgenössischen Positionen, ja, vereinzelt. Man muss aber schon auch suchen. Ich habe noch keinen
keinen Lieblingsstand gefunden, aber ich bin noch nicht fertig. Okay. Man kennt uns nicht als Fotogalerie, das ist richtig, aber wir haben doch seit ca. 30 Jahren einen ganz bedeutenden Schwerpunkt, auch in der Fotografie. Und das umfasst nicht nur klassische Positionen, wie jetzt zum Beispiel Herbert List, Ilse Bing, Eugène Agé ist auch ein Künstler, den wir zeigen und auch regelmäßig mit, also diese Künstler stellen wir auch regelmäßig aus in unseren Galerien, sondern wir haben auch zeitgenössische Fotografen, internationale Positionen wie Sally Mann, Lynn Davis, Roger Ballen, Robert Polidori, die man wirklich kennt, und die wir eigentlich tatsächlich als einzige Galerie in Europa zeigen. Also man kennt die Namen natürlich, aber man kennt sie vor allem aus Ausstellungen, die in den USA stattfinden vorübergehend und die in den USA repräsentiert werden. Und da sind wir in Europa tatsächlich jemand, die ermöglichen, diese Künstler zu entdecken. Wir sind auch eine Galerie, die zweibeinig arbeitet. Also zum einen moderne Kunst mit einem Programm vor allen Dingen auf Warhol basierend. Also wir haben Zeichnungen aus den 50er Jahren von ihm entdeckt und viele Museumsausstellungen damit bestückt. Und zum anderen Fotografie, auch schon seit 25 Jahren. Und am Anfang war die Fotografie für uns eher so ein, sagen wir mal, ein Zuschussgeschäft, nicht wahr? Dass ich durch den Verkauf von den Wall und anderen Sachen finanziert habe. Mittlerweile hat sich die Fotografie sehr gemausert. Und wir haben eigentlich den Markt, was Sie hier hinter mir sehen, von NASA-Material aufgebaut, begründet. Das ist seit 20 Jahren hier gezeigt auf der Paris Photo mit, würde ich sagen, mittlerweile recht gutem Erfolg. Die NASA hat das Material nicht behalten. Also es wurde entweder verschenkt an die Medien, an die Presse oder an beteiligte Wissenschaftler, andere Institutionen. Und über den Generationswechsel kommen diese Dinge jetzt auf den Markt. Mhm. Und das ist natürlich für mich als Händler dann interessant. Sind das limitierte Auflagen oder wie kann man sich das vorstellen? In der NASA-Fotografie ist es... Es sind nicht, erstmal nicht limitierte Auflagen, also die Zeit limitiert sie. Wenn eine neue Mission geschehen ist, dann wurden die älteren unwichtig und einfach nicht mehr angefragt. Also bevor man auf dem Mond gelandet ist, gab es andere Missionen wie Orbiter, in denen unbemannte Raumschiffe den Mond umkreist haben und die Fotos waren die wichtigsten damals und wurden natürlich entsprechend gewürdigt. Mit der Landung auf dem Mond und mit den Farbbildern wurden sie obsolet und sind nicht weiter hergestellt worden. Also die Nachfrage limitiert da ein bisschen die Produktion. Und ich mache das jetzt lange genug, um zu sehen, wie rar doch manche Fotos mit der Zeit geworden sind, weil einfach nicht alles überlebt hat, was produziert worden ist. Und wer sammelt das? Sind es die Leute, die insgesamt Fotografie sammelt oder dann Spezialisten? Erstmal ist, ja, es sind keine Fotografie-Spezialisten. Mhm. Also mit der Fotografie des 19. Jahrhunderts war es vor allen Dingen so, dass ein sehr kleiner Kreis von Fotografen oder ehemaligen Fotografen Fotografie angefangen hat zu sammeln. Mhm. Also über die Technik. Und hier sind es vor allen Dingen Sammler zeitgenössischer Kunst. Mhm. Also ein Crossover, was für mich wichtig ist und angenehm. Was kosten so Arbeiten zum Beispiel? Es fängt bei 1500 Euro an und geht schon dann etwas weiter hoch. Also das teuerste, was wir hier hatten, war 85.000 Euro ein Fußabdruck von Aldrin, den Armstrong signiert hat. Sie haben ja dieses Mal einen Künstler ausgewählt, den Fotografen, klassischen Fotografen Herbert List, und zeigen ausschließlich seine Position. Ja. Das ist eine museale Präsentation. Ja. Warum geht man mit einer musealen Ausstellung auf eine Messe? Solo-Shows sind nicht ungewöhnlich für uns auf der Paris Photo. Das machen wir sehr gerne. In den letzten Jahren waren es Ilse Bing, Sally Mann, Lynn Davis, die wir hier mit Solo-Präsentationen gezeigt haben. Herbert List ist ein Künstler, den wir vor erst ein paar Jahren aufgenommen haben, der den Weg zu uns gefunden hat in die Galerie. Und es ist jetzt ein Jahr her, dass wir eine große
Ausstellung mit dem Künstler gemacht haben, in unserer Pariser Galerie und in Köln mit Fokus auf Italien. Und das wollten wir tatsächlich jetzt, dadurch, dass es eine junge Kooperation ist, hier nochmal unterstreichen sozusagen, ihn vielleicht vorstellen, als dass er von uns repräsentiert wird tatsächlich auch, der Nachlass. Also die Arbeiten kommen, wir arbeiten hier sehr eng mit dem Nachlass zusammen. Also vielleicht kurz zur Erklärung, der Künstler, es ist ein deutscher Fotograf, ursprünglich aus Hamburg stammt, der in den 30er Jahren aus Deutschland geflohen ist und Zuflucht gesucht hat am Mittelmeer, sprich an der italienischen Küste, auf den griechischen Inseln. Und hier haben wir einige Vintage-Prints, also richtige Raritäten aus den 30er Jahren aufgenommen, auf Santorini, auf Mykonos. Und hier sehen wir ganz wunderbar, wie er eben, so wie viele andere Künstler auch, vor ihm sowohl als auch nach ihm, nicht nur in der Fotografie, sondern also von diesem mediterranen Licht fasziniert hat. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Das hat sein Werk geprägt in den folgenden Jahren. Und da findet sich tatsächlich auch eine Parallele zu vielen anderen Künstlern und Nicht-Fotografen, die wir zeigen und die wir repräsentieren. Das ist eine ganz tolle Arbeit. Richard Avedon, auch Modefotograf, aber überhaupt einer der ganz großen Fotografen der Nachkriegszeit, fotografiert hier kein Modell, sondern den Philosophen Herbert Marcuse. Tolle Arbeit, was sagst wobei du dazu? Weil das aus einer Serie ist, die nennt er, glaube ich, die Americans oder nicht ganz Americans, weil das ist der Titel von dem berühmten Buch von Robert Frank, in dem er einfach aus allen Gesellschaftsschichten in seiner typischen Art, wie auch Mode fotografiert. Das Ganze ist ja ein Kontakt, das sieht man an den schwarzen Linien, also 8x10 Inch, Fachkamera, großes Negativ, stellt die Menschen davor. Und ja, versucht so ähnlich wie August Zander in den 20er, 30er Jahren, der hat es damals Menschen des 20. Jahrhunderts genannt, eine Porträtserie über wichtige Menschen der 60er, 70er Jahre. Für mich, der ich aus der Moderne komme, ist natürlich der Kunstaspekt im Vordergrund und wichtig. Und bei Dokumentarfotografie sagt man eher, ja, das ist eine Fotografie, was eine Message übermitteln soll und eigentlich weniger künstlerisch ist. Der Ausgangspunkt für den Handel mit dieser Art von Fotografie war ein Foto des amerikanischen Militärs im Pazifik aufgenommen, auf dem ein Soldat, der offensichtlich erschossen ist, er hat ein Loch im Helm, in einer Düne liegt und im Hintergrund sehen Sie Iwo Jima. Und die ganze Komposition ist so ästhetisch, so künstlerisch, dass ich mich gefragt habe, wo ist der Grenzbereich zwischen Kunst und Dokument. Und beim näheren Recherchieren stellt sich raus, dass also die Fotografen, die für das amerikanische Militär im Pazifik waren, von Steichen ausgesucht worden, der ja ein Künstler ist. Und es waren sämtlichst, waren es natürlich Künstler und keine Handwerker in dem Sinne. Das heißt, selbst diese Fotografie hat einen künstlerischen Hintergrund. Bei der NASA ist das ein bisschen komplizierter. Viele der Fotos, die wir zeigen, sind nicht von Menschen aufgenommen worden, sondern von Maschinen, die im Weltraum fliegen. Und doch sind auf der Erde dann Tausende von Angestellten, die da sitzen und das alles zusammenbauen. Und die Fotos sollen wahrscheinlich auch als Werbung dienen, um diese Projekte, die Milliarden kosten, den steuerzahlenden Bürger schmackhaft zu machen. Also diese Fotos sind in der Herstellung sicher die teuersten Fotos, die jemals gemacht worden sind. Ich finde, es hat sich sehr, sehr viel getan für die Fotografie in Österreich. Es gibt mehr Ausbildungsinstitutionen, es gibt mehr Sammlungen, es gibt eine breitere öffentliche Wahrnehmung. Es tut sich was, es ist in Bewegung. Das finde ich richtig super. Und was in Österreich wirklich fehlt, und das wünsche ich mir dringendst, ist ein Museum oder ein Haus für Fotografie. Es ist etwas, das in Wien und oder Österreich fehlt. Es gibt Versuche, ja, seit ungefähr 30 oder fast 40 Jahren, so etwas wie ein Fotomuseum in Wien zu installieren. Die Meinungen sind inzwischen sehr unterschiedlich. Einige sind dagegen, weil sie vielleicht Angst haben um ihre
sei es subventionellen Gründe, wie immer jetzt. Ich möchte es jetzt gar nicht so negativ betonen. Ich wäre natürlich in erster Linie dafür, aber was ich für noch viel wichtiger halten würde, wäre ein Lehrstuhl für Fotogeschichte. Wir haben keinen einzigen Lehrstuhl auf der Kunstgeschichte, der sich mit Fotografie beschäftigt. Das heißt, dass alle fertigen Kunsthistorikerinnen relativ wenig Ahnung über Fotografie haben. Soll es ein eigenes Museum geben oder nicht? Es gibt so viele Sammlungen, die sehr hochwertig sind. Ich finde, wenn die alle mal auf mehr Präsenz schauen, können wir vielleicht auch die Diskussion, ob es jetzt ein Museum braucht oder nicht, ob es das ganz bald braucht oder ob das noch ein bisschen dauert, auch noch ein bisschen diskutieren. Aber wichtig ist, dass es so einen großen Ort, wie es hier in Paris gibt, ja, für ausschließlich Fotografie wünschen als Fotograf? Das ist sicher schön, aber zusätzlich würde ich auch alles andere beibehalten wollen.